Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man so ein abstraktes Wallpaper in Adobe Photoshop CS4 erstellen kann. Das erste, was man macht, ist, man erstellt eine neue Datei. Die Maße sind egal, ich nehme jetzt 1920x1080 Pixel. Das ist ein 16:9 HD Format. Und fange jetzt erstmal an mit dem Hintergrund. Dafür wähle ich mir das Verlaufswerkzeug, einen radialen Verlauf. Bei den Farben wähle ich ein dunkles Rot und als Hintergrundfarbe und als Vordergrundfarbe Schwarz und ziehe mir jetzt hier einen radialen Verlauf von links nach rechts. Das sieht soweit ganz gut aus. Danach erstelle ich mir eine neue Ebene, zoome ein wenig raus. Wähle mir das Fadewerkzeug, erstelle mir hier einen Punkt und hier unten und ziehe mir jetzt hier meine Linie. Danach wählen wir uns das Pinselwerkzeug, suchen uns eine geeignete Größe, um den Hauptdurchmesser zu bestimmen. Ich nehme jetzt hier einfach mal bei diesen Maßen 20 Pixel. Und jetzt, um die, wie hier zu sehen, den Punkt die Streuung hinzukriegen, klicken wir hinten auf dieses Eigenschaftenfenster, gehen bei Formeigenschaften, wählen dort bei der Größe Jitter 100% aus und bei Winkel Jitter je nach Belieben können wir uns dann hier für einen Wert entscheiden, genauso wie bei der Rundheit. Das ist je nach Geschmack unterschiedlich. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Danach machen wir noch einen Haken bei Streuung. Und dann sehen wir hier schon die Punkte. Dann können wir hier nochmal wieder die Anzahl der Jitter verändern, in viel oder wenig. Aber auch das ist nach Geschmack. Genauso wie hier bei der Streuung kann man noch Verblassen einwählen, Zeichenstift, Druck. Das stelle ich jetzt einfach mal ein. Das macht aber für den späteren Effekt keinen Unterschied. Dann klicke ich hier oben auf Schließen. Wähle mir jetzt eine beliebige Farbe aus, um meine Punkte zu machen. Ich nehme jetzt hier ein Rot. Gehe dann, stellt sicher, dass ich auf der neuen Ebene bin. Gehe dann hier hinten auf Fade. Gehe dann mit der rechten Maustaste drüber. Und da steht Fadkontur füllen. Klicke ich drauf. Dann bei der Fadkontur können wir wählen, ob Bleistift, Pinsel, Radiergummi, Hintergrundradiergummi, Kopierstempel und ganzen anderen. Wir nehmen als unsere Fadkontur Fülloption Werkzeug den Pinsel und stellen hier den Haken bei Druck simulieren. Bestätigen das mit OK. Und schon haben wir unsere Punkte. Das können wir dann nochmal wiederholen. Dazu erstellen wir einfach einen neuen Pfad. So. Erstellen wiederum eine neue Ebene. Und wählen jetzt als Vordergrundfarbe noch ein helleres Rot. Bei der Pinselstärke können wir runtergehen auf 15%. Und auf wieder rechte Maustaste und Fadkontur füllen, Pinsel, Druck simulieren, OK, Ebene löschen und das Ganze jetzt noch einmal. Neue Ebene, neuen Pfad Pinseldurchmesser jetzt runter auf 10%. Wieder eine hellere Vordergrundfarbe und wieder rechte Maustaste, Fadkontur füllen. Fad löschen. So. Und schon haben wir hier ein abstraktes Wallpaper, was wir weiterverwenden können, zum Beispiel mit Schrift. Ich nehme jetzt einfach mal als Schrift in Blau, weil es sich so schön abhebt.
German Tutorials for PC. Schließe ich das damit OK. Ziehe mir das in eine schöne Größe. Bisschen groß. Und dann können wir hier noch mit den Ebenenstilen rumspielen. Zum Beispiel soll da eine Kontur rein. Bei Füllart nehme ich Verlauf. Und das soll ein Verlauf sein von, sagen wir mal, grün zu orange. Dann können wir hier noch das Ganze skalieren. Zum Beispiel, umso niedriger wir gehen, umso mehr ist die erste Farbe im Vordergrund, umso höher wir gehen, ist die zweite. Nee, umgekehrt können wir das Ganze noch drehen. Zum Beispiel soll das bei 0% liegen, das heißt, er soll waagerecht rüber gehen und soll möglichst schön groß sein. Dann noch ein Schein nach innen und abgeflachte Kanten und Relief. Bestätigen wir es mit OK. Und schon haben wir uns ein eigenes Wallpaper erstellt. Gut, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos abonniert, kommentiert und mit Daumen nach oben bewertet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial.